Ja, hallo. Wir sind jetzt im Jahr 2019. Ich hoffe, dass ihr alle ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr hattet. Wir hatten ja gesagt, dass wir, Norbert und ich, unsere Videos noch ein bisschen weiterführen wollen. Wir haben ein paar Pakete von euch bekommen. Einige waren ganz traurig, dass wir einfach Leitwerke kaputt gehauen haben, Rümpfe. Du hast das gemacht, ja. Ja, ich habe das gemacht, ja, das stimmt. Da haben wir ein paar Zusendungen bekommen. Zwei Leuten, von dem einen haben wir Pappkarton, die machen wir dann mal ausgucken, mal was da drin ist, bekommen, eine Fläche bekommen. Und eine haben wir von Frank Dittmer bekommen im Moment, um einige Reparatursachen zu zeigen. Ja, und dann seht ihr hier so ein Scherensortiment. Da möchte ich mich nochmal herzlichst bei dem Spender bedanken. Bei den letzten Videos hat er gesehen, dass wir so alte Scheren zum Schneiden auch von Kevlar und so weiter benutzt haben. Hat uns drei super Scheren geschickt. Ich kann das auch nochmal eben zeigen. Also zum Beispiel zum Kevlar schneiden. Das Ding ist wirklich große Klasse. Also wenn man hier sieht den Schnitt. Super gerade, super einfach, da kneift nichts, da tut nichts. Schönen Dank für den edlen Spender Oliver. Norbert bekommt natürlich auch zwei davon ab. Ja, und sonst jetzt wollen wir gleich mal gucken, was in unserem Pappkarton drin ist. Und dann schauen wir mal, was wir dort mit anfangen können. Ja, dann nochmal schönen Dank für die tollen Zuschriften, die wir bekommen haben. Norbert liest immer alles. Ich lese leider nicht immer alles, weil ich dann immer irgendwie was anderes mir angucke. Die wichtigsten Kommentare bekomme ich auch. Erzähle ich dir. Erzählt er mir, ja. Was toll ist, ist, dass man mittlerweile Leute kennenlernt, die ich vorher vielleicht nie hätte kennengelernt, dadurch, dass man irgendwo, ja, mittlerweile irgendwo auf YouTube ganz klein bisschen bekannter geworden ist. Ja, schönen Dank dafür. Wenn ihr Anregungen habt, mir schreiben, Norbert schreiben oder Bitten habt, einiges können wir machen, nicht alles. Weil manches dauert vielleicht wesentlich zu lange oder führt zu weit. Wir wollen jetzt hier nicht, wir wollen kein Buch schreiben. Ne? Nee. Aber ja. Du hast ja zum Beispiel die Frage bekommen, ob du mal zeigen kannst, wie man so eine Rumpfform baut. Ja, das könnte sein, dass ich da demnächst ein bisschen Zeit habe. Ich habe noch, einige wissen das, ich habe noch so ein Rumpfprojekt vor mir, weil mein alter Rumpf doch schon in die Jahre kommt. Das Urmodell ist so zu 70% fertig. Mal gucken. Genau. Wenn Norbert Zeit hat, ich Zeit habe, das muss passen. Da ich ja nicht nur Modellbau mache hier, sondern auch noch Großfliegerei, dort bin ich noch Fluglehrer und zum Beispiel Sonntag muss ich Unterricht machen. Sonntagnachmittag für unsere Flugschüler. Also sind immer Tage irgendwie, die auch anders ausgeplant sind. Baudienst im Verein. Also auch immer was zu tun. Ja, wollen wir loslegen? Ja. Na? Okay.